Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Habe ich jetzt länger nicht gespielt und ich habe mir mal gedacht, komm, spielen wir das mal. Und diesmal habe ich auch ein paar neue Mods installiert. Zum Teil habe ich hier auch, wie ihr hier sehen könnt, einfach echte Namen, also echte Companion-Namen. Also könnt ihr hier auch sehen. Das hier sind jetzt halt einfach echte. Hier bei Bremen beispielsweise, hier seht ihr auch Pepsi. Habe ich einfach installiert, weil ich dachte, das ist ganz geil. Heute werden wir aber nicht das fahren, sondern wir fahren heute Amazon Prime. Ich arbeite heute bei Amazon Prime und liefere praktisch von Kiel nach Amsterdam. Einmal das. So, aktuellen Auftrag beenden wir einmal. Ja. So. Aufträge. Zack. Jetzt ist das schon wieder weg, ey. Hier bei Kiel bin ich. So. Genau. Perfekt. So, wir fahren das auf jeden Fall jetzt nach Amsterdam, also nach den Niederlanden. Zur Info, ich wohne auch relativ nah an der Niederlande. Das heißt, ich brauche nicht so einen langen Weg. Bis halt. So, komm, die Kacke jetzt mal fahren will. Wo bin ich denn, Junge? Oh. Warte mal. Machen wir anders. Garagenmanager. Wir müssen nach Kiel, ne? So, schnelle Reise. Okay. Das finde ich ganz geil, wenn man die nämlich die Garagen gekauft hat, kann man da einfach sich hin TP'n praktisch. Und ist auch auf jeden Fall eine nice Sache. Da muss man nicht immer dahin fahren. So. Kann die Kacke jetzt mal bitte schneller laden? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit hier. So, da hat es jetzt endlich mal geladen. Perfekt. Fertig zum Losfahren. Ich habe ja immer noch diese Steuerung geändert. Habe ich schon wieder ein bisschen vergessen. So. Wir fahren natürlich wieder mit dem DAF. Warum leckt die Scheiße hier so? So. Oh. Warte, Warum ist leckt die rechts Kacke abbiegen. denn so? Meine Fresse. Hat auch gestern auch nicht geleckt. Biege nach rechts ab. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch 5 Kilometer dahin fahren. Übrigens, der Verkehr ist auch angepasst. Das heißt, ich habe da auch so einen Mod drin. Ich habe auch einen Mod drin, dass das Licht hier so blau ist. Sieht man jetzt nicht. Aber ja, habe ich auch drin. Tut mir leid, dass es die ganze Zeit hier rumlegt, aber ich kann auch irgendwie nichts dafür. So. Egal, wir fahren jetzt einfach mal kurz dahin. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, wir müssen nach rechts. So. Zack. Warum leckt denn das so? Links Oh, halten ich krieg hier gleich echt noch eine und links Aggression, ne? abbiegen. Biege nach links ab. Also, ich weiß nicht, warum das leckt. Wo ich das so gespielt habe, hat es auch nicht geleckt. Ey, nee, man kann dieses Spiel so nicht spielen, ganz ehrlich. Immer So. geradeaus. Hab mal kurz einen Cut gemacht.
Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Und er legt echt die ganze Zeit links ab. Müssen zu IK. Biege nach links ab. Ich weiß nicht, ob ich realistische Feuerwehreinsätze und sowas reingemacht habe. Ich glaube nämlich nicht. Aber ist auch nicht ganz so schlimm. Weil irgendwie ging das nicht mit dem Mod. Aber ich habe jetzt ein paar andere Mods reingepackt. Zum Teil auch diese Ampeln. Die sind nämlich auch jetzt, glaube ich, anders. Und der Verkehr verhält sich auch anders. Also, ja. Hier seht ihr jetzt auch Deutsche Bahn. Schenker ist ja praktisch auch ein echtes Firmendingens. Und das gibt es so in dem hier, also in Euro Truck Simulator auch nicht. Und ihr seht viele LKWs gleich, die einfach hier, da, der hat auch einen echten Firmennamen. Also es gibt viele, viele Dinge, die ich da ein bisschen so geändert habe, dass das einfach realistischer aussieht. Total hier auch dieses blaue Licht, das man aber nicht sehen kann. Und ich habe auch noch ein paar andere Mods drin, die ich aber nicht weiß. Ja. Ich will auf jeden Fall noch ein paar andere Mods auf jeden Fall auch noch reinpacken. Zum Teil auch vielleicht andere LKWs, weil jetzt fahren wir ja gerade die ganze Zeit nur mit dem DAF immer durch die Gegend. Vielleicht auch mal einen anderen LKW. Wäre auch ganz nice. Aber da muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich auf Kraut auf Fahrbahn fahre, aber egal. So. Wir fahren jetzt auf jeden Fall Amazon-Aufträge. Auftrag annehmen. Lass uns loslegen. Der steht da hinten, der Amazon Prime LKW. Beziehungsweise Anhänger ist das ja. Nicht der LKW, den LKW fahre ich ja. So. Gut. Zack. Ich will mir auf jeden Fall bald, also ich habe bald einen neuen Lenkrad. Okay. Neues Lenkrad. Ich glaube, ein paar Monate noch. Jetzt will er, dass ich hier links fahre. Ja, gut. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. So. Ich komme hier sonst nicht raus, wenn ich den Bogen hier fahre. So. Also ich muss schon sagen, hätte ich diesen LKW so als Fahrzeug, wäre das auf jeden Fall eine nice Sache, ne? Also dieses LKW, dieser LKW hier ist echt geil. Weil vielleicht werde ich auch LKW-Fahrer. Vielleicht auch nicht. Links halten und dann links abbiegen. Wäre eigentlich voll geil, so damit rumzufahren. Biege nach links ab. So. Links halten und dann links abbiegen. Zack. Biege nach links ab. Ich habe tatsächlich in echt aber noch nie so einen LKW gesehen, wo Amazon Prime draufsteht. Ne? Ich sehe immer nur diese kleinen Transporter, die da das draufstehen haben. Und hier, wo ich wohne, gibt es das sogar gar nicht. Da kommen dann einfach nur so weiße Transporter. Also so weiße Fahrzeuge, wo gar nicht Amazon und sowas draufsteht, weil die kommen dann von Hermes. Kennt ihr ja. Also praktisch werden hier in den Dörfern, also ich wohne ja in einem Dorf, dort werden wahrscheinlich dann einfach nur die so Hermes einfach geliefert und jetzt so in den Großstädten tatsächlich so mit Amazon Prime. Oder? Also ich sehe halt in Großstädten immer nur so diese Amazon Prime Fahrzeuge, das sind wahrscheinlich dann die Pakete dann hinliefern. Die haben hier sogar Graffiti und sowas dran gemacht. Das ist echt realistisch gemacht, dieses Spiel, muss man sagen. Das ist mir auch noch nie aufgefallen, diese Graffitis. Oder das ist durch den Mod. Das kann auch sein. Ich weiß gar nicht, was sich jetzt alles hier so ein bisschen geändert hat an dem Fahrverhalten her, weil ich merke aktuell nichts. Ich weiß auf jeden Fall, dass sich das, was sich angepasst hat, nämlich die... Also realistische Fahrzeuge sind jetzt hier drauf. Also es sind Unterschiede... Also entweder sind es viele Fahrzeuge, die hier auf der Autobahn sind, oder halt wenige. So, das hat sich geändert. Was sonst? Ist irgendeiner mit anderem? Nee.
Ich habe offscreen tatsächlich auch ein bisschen hier schon mal gespielt, um zu gucken, was gibt es denn hier so alles. Oder was habe ich jetzt hier alles so neu gemacht. Und ich habe auf jeden Fall noch Bock, ein paar andere neue Dinge reinzupacken. Unter anderem habe ich auch dieses DLC mit diesem Konvoi da. Das heißt, man kann auch so ein Schwertransportvideo machen. Allerdings muss ich dieses Ding dann irgendwie hier rein machen und das funktioniert, glaube ich, nicht. Ja, keine Ahnung. Da muss ich auf jeden Fall noch mal gucken. Jetzt seht ihr hier beispielsweise, dass sich das hier ein bisschen staut. Hier seht ihr auch wieder so ein. Da kommt irgendein anderes Firmendings. Also, es sind halt alles hier, also Firmenlogos, die halt auch wirklich in echt vorhanden sind. Und einmal hat sich hier auch diese Rundumleuchte bei mir geändert. Die ist auch neu. Ich sollte auch mal auf den Gas drücken. Ich roll die ganze Zeit nur aus. Er ist schon geil, hier jetzt die richtigen Logos, also Firmen zu haben, ne? Hier auch der rechte hier, der ist auch echt. Das ist schon eine nice Sache. So. Das Ding ist, das darf man sogar wirklich benutzen, weil das ist ja nicht von. Das ist ja praktisch so ein Zusatzdingen. Das heißt, normalerweise können die Firmen sich sogar gar nicht beschweren, Bitte oder? links halten. Das weiß ich nicht. Ich dachte gerade, das wäre Pepsi. Kurz gedacht. Aber ich habe falsch. Auf jeden Fall ziehe ich irgendwann definitiv in eine Großstadt. Also das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Warum leckt die Scheiße hier drin? Egal. Na, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, was ich machen werde. Boah, ich hasse das, wenn die so dumm sind und nebeneinander genau gleich fahren. Oh, komm, ich fahre jetzt hier auf die rechte Seite, ey. Ah, nee, brauche ich nicht. Jetzt kann ich auch wieder auf der linken. Warum verliere ich jetzt an Geschwindigkeit, weil es hier hoch geht oder was? Wäre, glaube ich, möglich, ne? Ich bin jetzt sogar in Hamburg hier einfach. Da, wo ich hinziehen will. Aber erst nach der Ausbildung. So. Also die Ausbildung habe ich ja noch und nach der Ausbildung ziehe ich dann weg. Könnte aber natürlich auch sein, dass ich dann einen Ausbildungsplatz woanders kriege, in einer anderen Großstadt. Dann ziehe ich da hin. Und ja. Perfekto. Zack. Jetzt muss ich rechts gleich abbiegen, glaube ich, ne? Muss ich auf die rechte Seite. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Vor allem der Tesla da lässt mich nicht rechts abbiegen, ne? Das ist Die so Ausfahrt behindert. rechts. Dann ramme ich den einfach weg. Ist mir auch egal. So. Ich glaube, die Autos fahren jetzt sogar auch die Geschwindigkeit, die immer vorgegeben wird. Ne? Also, die sind auf jeden Fall auch schneller teilweise. Hätte auch noch Bock, andere Rechts Busse hier halten irgendwie und dann reinzubringen. rechts abbiegen. Ah, da ist einmal so ein Problem. Erstmal angehupt, weil da. Oh nee. Weil da einmal so Dann ein rechts Problem ab. gerade war. Hä, warum bin ich überhaupt warm blieben? Ich habe die Tastenbelegung halt noch geändert und zum Teil weiß ich die jetzt alle, weil ich halt schon ein bisschen gespielt habe offscreen. Und ja. Zack. So, noch 346 Kilometer, dann sind wir da. Ich werde wahrscheinlich wieder einen Cut machen und dann seht ihr wahrscheinlich wieder die Kilometeranzahl, wo ich dann bin. Was fährt denn da vorne für eine Firmen-Dings? Ich bin noch Tank. Ja, Tank habe ich noch. Ich glaube, dort muss ich dann tanken, ne? Ich weiß gar nicht, wo fahren wir jetzt nochmal hin? Ah, nach Amsterdam, ne? Genau. Noch sind wir nicht hier in den Niederlanden. Ich muss sagen, Niederlande ist halt einfach auch geiler als Deutschland irgendwie. Also, Deutschland als NRW meine ich. Weil ich wohne in NRW, deswegen. Spedition und Logistik. GHP.
Habe ich noch nie gesehen tatsächlich, aber scheint auch ein echter Ding zu sein. Daxa habe ich schon mal gesehen tatsächlich. Dieses Ding hier habe ich schon mal gesehen, rechts. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Coca-Cola oder sowas bei ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so drei Firmen-Dinger draufgepackt. Also drei so Firmen. Realistische Firmen-Dinger habe ich hier draufgepackt. Das heißt, da müsste alles bei sein. Ja. 300 Kilometer, dann sind wir auch am Reiseziel. Das ist doch geil. Also ich liebe das so ein bisschen mit Mods zu spielen, weil ich habe, also Mods sind halt einfach geiler so ein bisschen, als wenn man das jetzt normal spielen würde. Deswegen habe ich mir einfach mal ein paar Mods installiert, die auch das hier alles ein bisschen realistischer machen. Und ja. Jetzt beispielsweise hier staut sich's ein bisschen. Und so. Also das ist schon realistischer. Musste ich jetzt leider wegkommen. Tut mir leid, du bist aber leider zu blöd. Warum sind hier vier Busse? Ne, sogar fünf. Oh, das war jetzt nicht mit Absicht. Habe ich den aus Versehen weggerammt. Aber egal. So, jetzt müssten wir gleich sogar in den Niederlanden angekommen sein. Ich glaube so ab. Noch sind wir nicht in den Niederlanden. Da wird erstmal ein Feld gedingst. Oh, der ist auch hier gerade voll gerast. Wow. Zack. So. Okay. Frage ich mir jetzt gerade stelle ist, warum sind hier so viele Busse anstatt LKWs? Oh, das ist auch ein DPD hier. DPD ist da. DPD-LKW habe ich auch noch nie gesehen. Also habe ich schon gesehen, aber ich meine jetzt hier in dem Spiel habe ich das nicht gesehen. Was ist das hier? Ach, das ist irgend so ein Viehtransport, ne? Ja. DPD. Oh, ganz nice. Ich habe ja hier so ein Amazon Prime Logo. Logo? LKW meine ich. Die sind übrigens auch realistisch zum Dingens gemacht. Ne? Also es gibt halt wirklich so welche LKWs, die dann auch Amazon Prime haben. Oh, warum hängt es denn jetzt? Leute, ich würde sagen, ich mache mal eh kurz einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich teilweise angekommen bin. So, da bin ich. Und jetzt können wir da reinfahren. So, nur noch 6 Kilometer und dann sind wir sogar am Reiseziel. War doch ganz eine ganz sehr gute Fahrt. Ich habe bis jetzt keinen Unfall gebaut, außer hier gerade mit dem Bus. Aber sonst. Sonst war die Fahrt gut. So, wir fahren immer über Rot, weil wir dürfen das. Wir haben eine Genehmigung dafür. Wir dürfen immer über Rot fahren. Also hier, ihr seht, ich kriege gerade nicht mal eine Strafe. Oder hier. Einfach über Rot fahren und ich darf das. Ja, und hier fahre ich jetzt einfach auf dieser Seite. Und dann links abbiegen. Oh, hier ist die Polizei. Die hat es gar nicht gesehen. Biege nach links ab. Ja, das ist auf jeden Fall noch grün gewesen. Habt ihr ja gesehen, oder? Boah. So, und jetzt hier rechts. Das Zack. War eine schöne Fahrt. Kann ich jetzt ernsthaft nicht das berühren, weil ich zu weit von diesem Teil entfernt bin? Jetzt mal ehrlich. So. Oh, da ist DPD. Zack. Fertig. Bestätigen. Easy. Fortfahren.
Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sandro. Ciao, ciao.